Ja, viel mehr Spitzenspiel geht eigentlich gar nicht. Der Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter TuS Mechtersheim gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Drei Zähler trennen die beiden Top-Teams aktuell in der Oberliga. Mechtersheim hat allerdings noch ein Nachholspiel, könnte mit dem FCK also nach Punkten gleichziehen. Seit 6 Spielen ist Mechtersheim in der Liga ungeschlagen. Dementsprechend die klare Forderung von Trainer Ralf Gimmi: Verlieren möglichst verboten. Beide Teams beginnen sehr verhalten. Es dauert bis zur ersten Gelegenheit. Konrad Weigel schickt Albert Jungblut. Der setzt sich da klasse durch, scheitert dann aber aus spitzem Winkel an FCK-Keeper Weyand, der hier wirklich alles riskiert. Auch in der Folge liegt der Fokus auf der Defensivarbeit. Optisch haben die Roten Teufel etwas mehr vom Spiel. Wirklich gefährliche Abschlüsse sind bislang aber noch nicht zu sehen. Der Versuch von Stavridis ist der gefährlichste in den ersten 30 Minuten. Dafür kommt jetzt wieder Mechtersheim. Über Schubert kommt der Ball zu Jungblut. Und der sieht am zweiten Pfosten Zuch, Valentino Zuch. Es ist die beste Chance bisher im gesamten Spiel. Erneut klasse gehalten von Jonas Janko Weyand. Wir sind dann schon in der 40. Minute. Vielleicht klappt es ja mal über eine Standardsituation. Hier fahren Katovic. Nicht schlecht, aber auch hier fehlt es noch an der Präzision. Wenige Sekunden vor der Pause, es gibt nochmal Ecke für Mechtersheim. Und Achtung, jetzt wird es kurios. Nico Schubert im Pech köpft den Ball an den Pfosten. Von da an geht er an seinen Oberschenkel und dann ins Tor aus. Somit bleibt es nach 45 Minuten beim 0:0. Mechtersheim war dem Führungstreffer aber etwas näher. Doch der zweite Abschnitt wird noch highlightärmer. Über eine halbe Stunde gibt es nicht einen einzigen Torschuss. Wir sind schon in der 77. Minute. Jetzt wird der eingewechselte Matteo Uzelac mal geschickt. Auch wenn es hier keinen Torschuss gibt, das war bislang tatsächlich das Gefährlichste. Aber es gibt immerhin einen Eckball. Und der wird brandgefährlich. Achtung, Lepo Staku an die Latte. Nachschuss nicht drin. Es ist zum Haare raufen beim Tabellenzweiten. Doppeltes Aluminiumpech. Und dann steht immer wieder Weyand im Weg. Wir gehen schon in die absolute Crunch-Time. Jetzt will es auch Lautern nochmal wissen, dieses Spiel lebt jetzt von der Spannung. Mechtersheim bekommt den Ball nicht weg, dann setzt Stavridis nach, kein Foul, sagt der Schiedsrichter, immer noch Stavridis, aber der bekommt den Ball nicht richtig aufs Tor. Und dann wird die Szene wegen Stürmerfouls abgepfiffen. Irgendwie bezeichnend für dieses Spiel, wir sind in der 3. Minute der Nachspielzeit. Nochmal Lautern im Vorwärtsgang. Mehr als diese Hereingabe kommt allerdings nicht zustande. Am Ende bleibt es bei einem leistungsgerechten 0:0 Unentschieden, wobei Mechtersheim dem Siegtreffer etwas näher war. So sieht das auch FCK-Trainer Benny Früh. Durchaus mehr war heute nicht drin. Man muss dann schon sagen, dass das 0:0 verdient war, weil beide Mannschaften haben sich eigentlich im Mittelfeld abgenutzt. Es waren wenig Torchancen, weil natürlich noch Mechtersheim mit dem Lattenkopfball noch eine Riesenchance gehabt hat. Wir haben am Schluss noch so im Getümmel eine Chance. Aber im Großen und Ganzen, das habe ich die Jungs auch gerade gesagt, geht dann der Punktgewinn für beide Mannschaften absolut in Ordnung, weil es hat sich jetzt keine Mannschaft irgendwie mehr Vorteile arbeiten können, weil es einfach ein Spiel war, das über die Zweikämpfe geprägt war, weil der Platz halt auch nicht mehr hergegeben hat. Aber für uns ist es überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt einen Punkt hier geholt auf dem schwer zu spielenden Platz gegen den Tabellenzweiten auswärts. Also wir sind da absolut, jetzt nicht top zufrieden, aber auf keinen Fall auch unzufrieden, genau. Lautern verteidigt also die Tabellenführung und hält Mechtersheim vorerst auf Distanz.